Leute, wo ist Dario? Das macht man natürlich nicht gerne. Aber ich glaube, da sollte man halt dann auch so den Mumm haben, das auch dann ehrlich auszusprechen und auch von Angesicht zu Angesicht zu machen. Sie kommt alleine. Ja, vielleicht ist er raus. Niemals. Ja. Das macht keinen Sinn. Das will ich jetzt auch wissen. Hä? Glaube jetzt auch nicht. Hä? Irgendwas war vorher. Lass mal hin. Komm, lass hingehen. Ich finde das voll krass. Es hat nicht gepasst und Nein, hey, auf gar keinen Fall. Nein. Doch. Okay. Ich bin ja hier, um den Richtigen zu finden. Und wenn ich dann halt auch merke, dass was nicht passt, dann ist das natürlich auch dann eine Entscheidung. Boah, aber doch nicht der Dario. Das ist ein guter. Ja, gut, aber es wird seine Gründe haben, ne? Ja, ja, sorry, das war jetzt einfach nur. Dankeschön. Ja, ja, natürlich. Ich wollte das jetzt nicht in Frage stellen. Das ist einfach nur die Jungs. Klar, es ist schade. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt den Abend deswegen nicht verderben. Deswegen ja, ja. Stoßen wir trotzdem an. Sagen Cheers. Cheers auf den Abend. Maxim, wenn du kurz Zeit hast, würde ich dich auch direkt entführen. Trink nur mal einen Schluck. Die will ja jeden so kennenlernen, und wenn sie keinen Grund mehr dazu sieht, dass er da noch stehen muss, dann ist ja eigentlich auch irgendwie eine Befreiung. Weißt du, was trotzdem. Ich meine? Hätte er sich nicht noch verabschieden können jetzt von uns? Aber wahrscheinlich war er so geschockt jetzt auch, weißt du? Also ich hab die Gänsehaut. Krass. Das ist toll, ne? Ja. Ey, für mich ist gerade ein Mental Breakdown. Krass. Dario hat sehr, sehr positiv über alles gesprochen und dass sie tolle Gespräche hatten und so weiter. Ich habe ihn als den Favoriten hier gesehen, deswegen ist es total. Tja, das ist ein guter Schockermoment auf jeden Fall für den Anfang. Ich verstehe es aber nicht so ganz. Wie absurd ist das, wenn einer der beiden erzählt, dass es einfach unfassbar krank das beste Date aller Zeiten war und der andere Part in diesem Date rasiert dann einmal kurz in der nächsten Nacht der Rosen. Wie können Wahrnehmungen so weit auseinander liegen? Also ist schon ein bisschen verrückt. Ja. Er ist zu früh von uns gegangen. Das kann man so sagen.